So, der Markt leuchtet hier so auf. Ja, okay, ich kann da nicht wirklich kaufen. Das letzte Mal war ein ziemliches Desaster, was das anging. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da sind viele verletzt. Otlive war MVP des Tages. Ich soll da mal Otlive kommen. Also. Okay. Da sehe ich den Glückstreffer. Das ist halt jetzt nicht so. Okay. Rüstungsschadentalente. Okay, Rüstung, Anstrengung. Okay, dann muss ich ja mal gucken, dass ich beim nächsten Mal ein paar andere Leute mit rein tue. Damit die anderen sich ausruhen können. Utzgards, ein Teil der Stadt schwebt seit den Unruhen. Was zur Stimmung in den unteren Ringen, was denn, zur Stimmung in den unteren Ringen passt. Die Vorräte sind weit verstreut, es ist unmöglich seit der Beerdigung sie zu erfassen oder einzuteilen. In der Zukunft scheint Hamstern angesagt zu sein und du fürchtest, dass andere Clans in Abrang auch so denken. Zumindest sollten wir das hier als Präzedenzfall betrachten, empfiehlt Adio. Die restlichen Lebensmittel zusammentragen und knapp rationieren. Für andere Clans zu plündern, was sie können. Ja, machen wir das mal. Vertrauen überwindet alle Hindernisse. Einige sind erleichtert, dir diese Last aufzubürden, andere bestehen darauf, den Vorrat wachsam im Auge zu behalten. Abschied genommen. Bündel Vorräte rationiert, Deformierte an Mauern besiegt. Abrang verschont 7 Tage. Okay. Raben schwören, dass sie aus den Augenwinkeln lauernde Gestalten sehen und das Flüstern verstorbener Familienmitglieder hören können. Meine Mutter tot scheint, mache ich hier und jetzt Schluss mit allem. Also, wenn meine Mutter tot erscheint. Ragt empor wie Zähne aus dem Schlund des Hungerwolfs. Singt Spar. Verschlingt die tapferen und die hellen Schicksalsstern. Und den hellen Schicksalsstern. Ein altes Lied aus der Zeit, bevor die Götter starben. Passend, wenn man durch Säulen schlendert, die wie Zähne aufragen. Durch einen Wald aus Obsidian, der den großen schwarzen Götterstein umkranzt. Wenn meine Mutter tot erscheint, mache ich hier und jetzt Schluss mit allem. Und sich zusammenreißen. Eivind fragen, ob er was dagegen unternehmen kann. Solange nicht eure echten Mütter und Schwestern Speere auf uns schleudern, werdet ihr eure wahren Vorstellungen besser für euch, drohst du. Die Raben sind nicht erfreut darüber. Wir verstehen aber, was du meinst. Nee, ist besser so. Dünnes Eis. Die 7 Tage sind halt nicht lang. Wenn nochmal so viel Quatsch passiert, dann. Ja. Dann ist es nicht gut. We push on, despite hope being lost, along with Juno, to something black and heavy ahead. Did the Dredge build godstones of their own, or is there something else? They did, and hope is not lost yet, Ivor. Oh. Du fährst entsetzt zusammen, als du in deinem Kopf Junos Stimme hörst und ihre Hand leicht deine Schulter umfasst. Sie auch leise gut gemacht. Du kannst mich absetzen. Manchmal holt die Anspannung selbst die Stärksten ein. Halt, platzt Volker heraus. Keinen Schritt weiter. Sie drängt sich zu Juno durch. Du bist gestorben. Keinen verdammten Schritt weiter, bis du uns erklärst, was hier los ist. Und zwar alles. Ein Chor beifälliger Stimmen halt von den Säulen wieder. Juno lässt sich auf ihren Stab sinken. Sie sieht Eivind an,
aber er blickt in die Ferne. Es wird alles gut, beginnt sie, zuckt aber zurück, als Volkers Speerspitze sie am Hals berührt. Keine Zaubertricks, zischt Volker. Ich würde die Situation also abwarten, was passiert. Juno ermutigt, die Frage zu beantworten. Abwarten, was passiert. Nimm mal wieder Ruhe, Volker, sagt Juno. Du hast recht. Es ist an der Zeit, dass ihr alle Bescheid wisst. This will be more easily shown than told. The Valka were the first to discover a world within our world. The inner earth, with its own lands, people, and sun. A source of power far greater than our own. Eivind is the boss, the leader of the Valka. Brilliant, born with a mind devouring itself. I studied in secret to heal those wounds, and in time, we grew to love each other. But meddling with minds is forbidden, for reasons already clear to you. The council sentenced me to death. They agreed to spare Ivan the same fate if I went willingly. So I did. When Ivan discovered what had happened, he carried my body to the White Tower. In his grief, he drained the Black Sun of its energy, hoping to restore my life. The sun fell from the sky, ripping chasms through both worlds. The serpent slithered out from its shattered egg, half-born, and the darkness within spread. I had become the new vessel for its power. When we reach the White Tower, and Ivan releases my energy, the sun will move again, and the darkness will return to where it belongs. Okay, interessante Geschichte auf jeden Fall. Als Juno die Karawane aus ihrer Kontrolle entlässt, verblassen die Bilder. Ivan hat mich den ganzen Weg zurück nach Grathorn getragen, bis er nicht mehr weiter konnte. Dort haben uns Hakons Krieger gefunden. Sie dachten verständlicherweise, ich wäre tot und ließen mich dort zurück. Eivind war am Leben, gerade noch so. Als er wieder zu sich kam, hatten ihn die Wahl schon fast bis nach Einartorf gebracht. Als ich begriff, was passiert war, reiste ich per Schiff den Fluss hinab, um Eivind in Sigreholm zu treffen. Was mir wegen der Abgründe, welche die Schlange aufgerissen hatte, jedoch nicht gelang. Ich glaube, den Rest weißt du schon. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Ich werde dir klare Antworten geben. Dann sie reicht also zurück bis in die Zeit der Götter. Was hat die Schlange mit all dem zu tun? Wenn die Wüter von den Valka gelernt haben, warum bekämpfen sie uns dann so erbittert? Die Steinsänger glauben, wir hätten sie verraten. Sehr früh erkannten wir, dass die schwarze Sonne eine viel größere Kraftquelle war als unsere eigene. Nach den großen Kriegen, als das Schlimmste überstanden war, dachten alle, die Valka hätten die Wüter vollkommen besiegt. In Wahrheit hatten wir ihnen Frieden angeboten. Als Gegenleistung für die Nutzung der Sonnenkraft zeigten wir ihnen, wie sie in ihrem eigenen Land gedeihen und ihr eigenes Volk vergrößern konnten. Ihr habt also die Steinsänger erschaffen. In gewisser Weise, wir haben nur Wissen miteinander geteilt. Wie viel Einfluss man ausüben soll, ist schon immer eine schwierige Frage gewesen. Aber jetzt glauben sie, wir hätten diese Zerstörung mit Absicht verursacht. Sie denken, dass wir sie vernichten wollen, deshalb schlagen sie zurück. Und wie es wohl jeder andere machen würde. Sie sind außer sich vor Angst und wollen nicht zuhören. Wir haben sie genauso enttäuscht wie alle anderen. Das könnte jetzt langwierig und kompliziert werden. Ich werde es möglichst einfach machen. Die Webmutter entdeckte als erstes die Zauberwirkerei und schuf damit die Welt und alle Geschöpfe darin. Und die anderen Wesen in diesem Bildteppich, andere Götter, reagieren ganz auf verschiedene Weise. Einige wollten lernen, Zauber zu wirken. Sie nahmen die Wesen, die sie erschaffen hatten, und formten daraus Wale und Pferdebürtige. Ein Gott wurde eifersüchtig. Er nahm die Menschen, formte Wüter aus ihnen und verbarg sie in der Welt, wo sie wachsen und andere Geschöpfe quälen sollten. Als die Webmutter davon hörte, geriet sie in fürchterlichen Zorn.
als sie die Macht der Schöpfung entdeckte, hatte sie, ohne es zu wollen, auch den Tod erschaffen und versehentlich den eifersüchtigen Gott im Zorn getötet. Die anderen Götter waren entsetzt. Sie hatte nie daran gedacht, dass sie einmal nicht mehr da sein könnten. Sie haben sich aus Angst gegeneinander gewandt. Die Götter starben, aber ihre Geschöpfe lebten weiter. Die Valka waren die besonderen Günstlinge der Webmutter. Sie lernte sie die Zauberwirkerei. Eivind und ich sind Nachfahren dieser ersten Menschen. Was hat die Schlange mit all dem zu tun? Ich gebe zu, dass auch ich bis vor kurzem unsicher war. Am einfachsten kann man sie sich als ein Ei vorstellen. Das Schlangenei wurde innerhalb dieser inneren Erde hergestellt. Eine schwarze Sonne, ein Spiegelbild der unseren. Darin sollte im Laufe der Zeit langsam eine Schlange wachsen. Sie sollte die Geschöpfe der Webmutter eines Tages verschlingen, eine hinterhältige List, um ihnen insgeheim das Verderben zu bringen. Als die schwarze Sonne auf die Erde fiel, brach sie auf und die Schlange und ihre Macht quollen heraus. Lange vor der Zeit. Alles, was im Moment passiert, ist auf kleinste Streitereien zwischen den Göttern zurückzuführen. Eivind hat uns gewissermaßen unabsichtlich einen Gefallen getan. Wenn die Schlange auf volle Größe gewachsen wäre. Immerhin, so wie die Dinge jetzt liegen, gibt es vielleicht eine Chance, es rückgängig zu machen. Ich fließe im Moment nicht gerade über vor Dankbarkeit. Verständlich. Ich habe genug gehört, was nun? Nun kehren wir zurück an die Quelle der Macht. Ich bin nicht tot, aber ich bin auch nicht am Leben. Diese Energie in mir wurde mir genommen. Eivind wird mich im Inneren der schwarzen Sonne platzieren. Die himmlischen Sphären werden wieder kreisen. Die Finsternis wird absorbiert werden und ohne sie wird die Schlange dahin welken. Sie sieht mit jedem Mal sehr müde aus, versucht aber zu lächeln. Du wirst in der Sonne gefangen sein. Ich muss mich damit abfinden. Und jetzt weißt du alles. Und sorge dafür, dass Eivind das Richtige tut. Okay. Wo ist denn eigentlich Eivind? Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Nee, das ist Alfrun. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Der Götterstein. Eine riesige Glocke hängt am gemeißelten Stein. Sogar ohne angeschlagen worden zu sein, erzeugt sie einen seltsamen tiefen Schwington. Alfrun sagt, die Bildhauer haben diesen Götterstein für sich selbst gebaut. Sie bringen Glocken an, die aus ihren Verstorbenen gefertigt sind. Es heißt, dass ein Teil von ihnen in den Schwingungen dieser Glocken fortlebt und die so ihre Nachfahren besuchen können. Schwach verschränkt die Arme. Das würde die Gespenster erklären. Der Steinsänger nähert sich mit erhobenen Händen dem Götterstein und schüttelt warnend den Kopf. Er scheint schwer damit beschäftigt zu sein, nichts zu berühren. In der Mitte des Göttersteins steht eine enorme Glocke, die andere noch in den Schatten. Wenn überall kleine Glockenspiele hängen, der Griff der Glocke spricht irgendeinen Urinstinkt in dir an. Willst du sie läuten oder küssen? Fragt Spar. Ich würde beides lassen. Wenn deine Waffe kräftig am Seil ziehen, aus dem der Glocke hängt, die Glocke in Ruhe lassen. Das ist die schlechteste Idee, die ich mir vorstellen kann. Antwortest du und trittst beiseite. Die Neugier lastet eine kurze Zeit lang auf dir, bis sich die Karawane vom Götterstein löst. Oh. Götterstein der Wüter. Heroes, Rest, Eve. Habe ich Leute, die verwundet sind? Ein paar. Boah, fuck, ich muss 3 Tage rasten. Ich habe halt keine Wahl. Ich muss das tun.
immer mit Olli sprechen. Du findest Olli am Rand des Lichts, wie er auf den Götterstein starrt. Darf ich mich zu dir setzen? Nicht so leicht, hier einen Platz zu finden. Nicht so laut. Der fiese, verschrumpelte Spinner will nicht von ihm abgeben, was er trinkt. Und mir tut der Kopf weh. In der Ferne spart dabei, gemächlich ein Langspiel zu stimmen. Und unterbricht sich kurz, um eine ausgesprochene, unauffällige Geste in Ollis Richtung zu machen. Ist dir dein Gebräu ausgegangen? Wir haben eine Flasche verloren, als dieses Wahldingsbums das gefrorene Meer durchbrochen hat. Weißt du, was ich dir zu erzählen versuche? Nüchtern ist das Leben nicht lebenswert, Alva. Olli starrt ausdruckslos in die Ferne. Was trinkst du denn? Und was ist deins? Jocksmilch? Wen kümmert's? Ach, ignoriere mich einfach. Manche Leute können ja keinen Alkohol vertragen. Ich kann es nicht vertragen, trocken zu sein. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Das hört sich nach einem Problem an. Das war es nie. Wer will schon all diese Majestät mit klarem Blick betrachten? So nüchtern bin ich schon nicht mehr gewesen, seit ich mit 13 in einer Zelle in Buerskat eingesperrt war. Ich Augen nehmen einen abwesenden Ausdruck an. Ruhm ist mein Gift der Wahl, um die Frage zu beantworten. Ob du es glaubst oder nicht, ich kann nicht mal diese blöden Äxte richtig schleudern, so trocken wie ich bin. Aber nach ein paar Drinks sehe ich leuchtende Bänder in der Luft. Moment, du siehst Linien aus Licht? Jawohl. Die zeigen mir ganz genau, wo die Äxte hinfliegen. Normalerweise behalte ich das für mich, aber was soll's? Olli, ich glaube, du wirkst Zauber. Olli richtet sich auf, als ob ihn etwas abschrecken würde. Was meinst du denn damit? Wie die Magier. Zauber, die der Nichts nutzt, der Blitze nutzt, um die Toten aufzuerwecken. Aber nur, wenn ich betrunken bin? Und du trinkst nur, um besser werfen zu können. Olli bricht den Gelichter aus, so laut, dass sogar Spar die Stirn runzelt. Was für spannende Zeiten wir doch leben, oder Wahl? Darauf trinke ich. Balber mich nicht. Du reißt Olli dein Methorn. Und seine Hände zittern, als er gierig große Stücke daraus nimmt. Olli, der Zauberwirker. Meine Mutter sagte immer, ich sei etwas Besonderes. Vielleicht bist du gar nicht so schlimm, wie man es dir nachsagt, Wahl. Wer sagt das? Du hast gewonnen. Okay. Dann lief ich mal. Mal gucken, was ich dann machen muss nach den 7 Tagen. Oder was dann passiert. Ob die dann in Aberrang dead sind. Oder ob ich wieder kämpfen muss. Ich kann es mir vorstellen. Hat jemand von euch schon mal Distelbeermehl probiert? Platzspar heraus. Mitten in eine tiefe und beklemmende Stille hinein. Ihr seid in letzter Zeit eine ziemlich freudlose Gesellschaft. Ihr könnt jetzt wirklich ein bisschen Distelbeersaft brauchen. Andere murmeln zustimmend, aber jemand reicht ein kräftiges Getränk herum. Wenn dem alle einen Schluck nehmen können, bald wetteifern sie miteinander darum, wer die besten Pläne für die Rückkehr nach Aberrang hat. So riecht es sein, ihnen nicht zuhören und konzentriert bleiben. Ja, wisst ihr, worauf ich mich freue? Wirfst du mit ein? Dass ihr alle Mitarbeiter den Mund haltet. Ihre wütenden Gesichter lassen sich völlig kalt. Jetzt müssen wir wieder kämpfen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Warum ist es an dieser Stelle wärmer? Und warum sieht dieser Teil hier anders aus als der Rest? Das ist Moment. Scherben von rauchigem Glas ragen schräg aus dem Boden hervor, als hätte man sie hierhin geschleudert. Zunächst sieht es so aus, als sei das nur wieder eine der Merkwürdigkeiten der inneren Erde, aber dann begreifst du, dass es sich um Splitter der schwarzen Sonne handelt. Die Spiegel der Oberfläche reflektiert Bilder, sodass die Illusion einer Armee von Raben entsteht, als sie hindurchschreitet. Bestens, sagt Olli.
Ich habe diesen Ort ja schon vorher nicht gemacht und jetzt gibt es Stitch in 6 Ausführungen. Wegen der Übelkeit erregenden feuchten Wärme, die von den Fragmenten immer noch ausgestrahlt wird, wollen alle so schnell wie möglich hindurch, außer Eivind. Er hat an einer Scherbe angehalten, presst seine Hände gegen die glasige Oberfläche und betrachtet sein eigenes Spiegelbild. Komm, Eivind, es ist an der Zeit zu gehen. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Könnte schlimmer sein. Oh, tut mir leid, ich wollte es nicht vergleichen mit... Allmählich wird mir bewusst, was ich zu tun habe. Wir sind schon ganz nahe. Eivind starrt in die Ferne. Jetzt ist nicht der rechte Moment für Selbstzweifel. Es war immer so weit weg. Es war noch Zeit. Zeit wofür genau? Eivind schüttelt einen tiefen Seufzer aus. Juno hat es bereits verraten. Aber eine Sache hast du vielleicht noch nicht völlig erfasst. Sie hat mir verboten, dir davon zu erzählen. Sie befürchtet, dass sich dann etwas ändern könnte. Keine Geheimnisse mehr. Die schwarze Sonne würde nur an den Himmel, zurückkehren, wenn Juno die Finsternis darin einschließt. Sie muss also selbst dort bleiben, als Gefangener für die Ewigkeit. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Und zwar meine Schuld. Sie hat nichts weiter getan, als mit Zähnen und Klauen dafür zu kämpfen, die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Alles, was sie je getan hat. Du siehst, wie der Zorn von Eivinds Gesicht Besitz ergreift. Er sieht fast aus, als würde er Energie aus der Sonnenscheibe saugen. Was auch immer, was, wenn es auch anders geht. Sogar jetzt, wo die Sonne ihre Arbeit nicht mehr verrichtet, muss es hier noch genug Energien geben, um die Schlange zu besiegen. Es könnte ausreichen. Vielleicht aber auch nicht. Wird es überhaupt ausreichen, die Schlange zu töten? Irgendwie bin ich mir sicher, dass sie uns wieder angreifen wird. Sie hat nichts anderes zu tun. Warum sollte ich es nicht versuchen? Warum sollte ich ständig um Erlaubnis fragen? Eivind, denk an deine Freundin Avarang. Eivinds Lippen werden ganz schmal. Und etwas von dem Feuer in seinen Augen erlischt. Ich weiß. Ich entschuldige mich. Meine Gedanken waren immer schwer zu kontrollieren, schon seit meiner Geburt. Meine Mutter war zu ihrer Zeit Anführerin der Valkar. Als sie einen Jungen zur Welt brachte, war der Rat besorgt. Männlichen Mitglieder unseres Volkes waren immer ein wenig dem Wahnsinn verfallen. Mal mehr, mal weniger. Mein Vater konnte seine auch nicht beherrschen. Diese Art von Macht wäre wohl für jeden schwer zu ertragen. Ist ein Fluch. Nur dank Juno bin ich überhaupt noch am Leben. Und sie hält die Kraft in mir davon ab, auf die falsche Art auszufließen. Als sie in einer Tochter im Traum zu mir sprach, war ich mir sogar unsicher, ob es real war. Ich hätte so lange ohne ihre Hilfe auskommen müssen, dass ich wieder im Begriff war, die Kontrolle zu verlieren. Sie hat alles nur getan, um mich zu heilen. Und dafür muss sie nun leiden. Kannst du dir vorstellen, sich so mächtig und doch zugleich so schwach zu fühlen? Das kann ich mir vorstellen. Eivind nickt und Volker kommt schlecht gelaunt auf beide zu. Hast du dich jetzt ausgeweint, du Heulsuse? Eivind wendet sich mit finsterem Gesicht von der Sonnenscheibe ab und kehrt dorthin zurück, wo Juno wartet. Da hat jemand Probleme, und wenn ich das sage, heißt das schon was. Es ist immer noch schwer, sich die beiden als verliebtes Paar vorzustellen. Meinst du? Nein. Volker lacht und knufft die Schulter. Es überrascht mich nicht, dass du das nicht verstehst, Val. Dir fehlt mehr als nur der Arm. Jedes Mädchen in der Welt will, dass ein Junge ihr die Sonne und die Sterne verspricht. Stell dir vor, den einen Mann zu haben, der für dich wirklich die Sonne vom Himmel holt. Volker sieht beinahe verlegen aus, als du zur Karawane zurückkehrst. Er ist jemand neidisch.